Welchen Einfluss kann Rauchen auf die Haut haben? Ich bin Hautarzt und zeige dir heute, wie sich die Haut von Rauchern negativ verändern kann. Erstens, die Haut altert schneller. Rauchen beschleunigt den natürlichen Alterungsprozess der Haut. Es führt zu mehr Falten und insbesondere im Gesicht zu einer allgemeine Erschlaffung der Haut. Zweitens, Rauchen trocknet die Haut aus. Dies geschieht, weil das Rauchen die Blutgefäße verengt, was die Durchblutung der Haut verringert. Dadurch kann die Haut nicht mehr optimal mit Feuchtigkeit versorgt werden. Drittens, Rauchen verfärbt die Haut, insbesondere im Gesichtsbereich. Es kann zu dunklen Flecken und zu einer gelblichen Verfärbung der Haut kommen. Viertens, Rauchen fördert Hautunreinheiten wie Akne oder Mitesser. Das liegt daran, dass Rauchen die Poren verstopft, was zu einer erhöhten Talgproduktion führt. Fünftens, und jetzt wird es wirklich ernst, Rauchen erhöht das Hautkrebsrisiko. Rauchen wird in vielen Studien mit einem erhöhten Risiko für bestimmte Arten von Hautkrebs, insbesondere für das Plattenepithelkarzinom, in Verbindung gebracht.